Was bedeutet es, im 21. Jahrhundert Schotte zu sein? Die Schotten selbst sind sich über diese Frage ja immer noch uneinig. Im Jahr 2014 hielt Schottland ein Unabhängigkeitsreferendum ab, was mit ausdrücklicher Unterstützung der britischen Regierung geschah, welche eine Anordnung erließ, mit der dem schottischen Parlament die vorläufige Befugnis zur Durchführung eines solchen Referendums übertragen wurde. Die schottische Regierung bezeichnete die Abstimmung damals als eine einmalige Gelegenheit und etwa 4,2 Millionen Schotten, was ca. 85% der Bevölkerung Schottlands entspricht, gaben ihre Stimme ab. Das Ergebnis, die Unabhängigkeit, wurde mit 55-45% abgelehnt. Die Zukunft Schottlands war scheinbar entschieden. Schottland würde in der Union bleiben. Seit dem Brexit hat sich die Welt jedoch verändert und sowohl schottische als auch englische Nationalisten fühlen sich wieder gestärkt. Die Gesetzgeber in Edinburgh drängen aktuell auf ein neues Referendum und haben den Oktober 2023 als angestrebten Termin festgelegt, aber viele rechtliche, wirtschaftliche und politische Fragen sind noch nicht geklärt. Die schottischen Gesetzgeber sind dennoch zuversichtlich und arbeiten daran, die Sache voranzutreiben. Wird das also das Ende Großbritanniens? Bricht Schottland mit der Union und definiert wieder neu, was es bedeutet, Schotte zu sein? Die Tatsache, dass Schottland und England Teil desselben Staates sind, ist angesichts ihrer Geschichte bemerkenswert. Jahrhundertelang war Schottland England ein Dorn im Auge, da England, um seine Existenz zu sichern, die Insel Großbritannien vereinigen musste. Zu diesem Zweck eroberten die Engländer im 13. Jahrhundert Wales. Doch eine Kombination aus politischen Differenzen, englischen Bürgerkriegen und der schottischen Geografie hinderte England daran, Schottland mit Gewalt zu beherrschen. Außerdem erneuerten alle schottischen und französischen Herrscher vom 13. bis zum 16. Jahrhundert das sogenannte Alte Bündnis, welches die Interessen der beiden Todfeinde der Engländer, Schottland und Frankreich, verband. Dreimal im 14. Jahrhundert finanzierte Frankreich die Aufstellung schottischer Armeen, um in England einzumarschieren, und im 16. Jahrhundert rettete eine französische Intervention Schottland vor den Plünderungen des englischen Monarchen Heinrich VIII. Letztendlich gelang es England nie, Schottland zu erobern. Stattdessen stimmte Schottland 1707 dem Beitritt zum Vereinigten Königreich zu, und zwar nicht wegen eines geopolitischen Vorteils seines südlichen Nachbarn, sondern wegen seiner eigenen wirtschaftlichen Unfähigkeit. Ende des 17. Jahrhunderts begann Schottland mit dem Plan, eine neue Kolonie am Isthmus von Panama am Golf von Darien zu gründen. Es war ein ehrgeiziges Projekt und die Landungen von Panama erwiesen sich als eines der strategisch wichtigsten Gebiete der Welt. Doch im späten 16. Jahrhundert verfügten nicht einmal die Kolonialmächte, von Schottland ganz abzusehen, die erforderliche Technologie, um eine solch wilde Natur zu bezwingen. Das klägliche Scheitern des Darien-Projekts stürzte die schottischen Lowlands in den finanziellen Ruin, da zwischen einem Viertel und der Hälfte des schottischen Nationalvermögens in diese einzige gescheiterte Kolonialisierungsinitiative gesteckt und damit verloren wurde. Darien war nicht der einzige Grund für die Acts of Union, in denen erklärt wurde, dass Schottland und England ab 1707 und für immer zu einem einzigen Königreich vereinigt werden sollten. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass die Vereinigung mit England für Schottland ein Akt der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit war. Viele Schotten lehnten die Idee schon damals ab und gewalttätige Unruhen und Ausschreitungen kennzeichneten die Zeit vor der Einigung. Trotzdem entschied die schottische Führung, dass die Union in ihrem besten Interesse sei und wirtschaftlicher Pragmatismus setzte sich durch. Im Jahr 2016 fand im Vereinigten Königreich ein landesweites Referendum statt, bei dem über den Verbleib des Landes in der Europäischen Union entschieden werden sollte. Es wurde erwartet, dass sich der Verbleib durchsetzen würde, aber stattdessen entschieden sich 52% der britischen Wähler dafür, die EU zu verlassen. Es gab dabei aber ein kleines Problem. Die Teilstaaten des Vereinigten Königreichs waren sich in dieser schwerwiegenden Frage nicht einig. England und Wales, beide mit einer Mehrheit von 53%, stimmten für den Austritt aus der Europäischen Union, während Nordirland mit einer Mehrheit von 56% für den Verbleib stimmte. In Schottland war die proeuropäische Stimmung sogar noch stärker. Bemerkenswerte 62% der Schotten stimmten für den Verbleib gegenüber nur 38%, die sich für einen Austritt entschieden. Diese Situation brachte für die Zukunft des Vereinigten Königreichs zwei Probleme mit sich. Erstens untergrub sie die demokratische Legitimität des Vereinigten Königreichs, denn über das Schicksal Schottlands und Nordirlands wurde im Grunde gegen den Willen der Bevölkerung entschieden. Noch schwerwiegender für die Teilstaaten war jedoch, dass die wirtschaftlichen Vorteile des Vereinigten Königreichs auf einen Schlag deutlich geschrumpft waren.
Mehr als 3 Jahrhunderte lang profitierte Schottland unermesslich von seiner Union mit England. In gewisser Weise ging Schottland die Union mit England genau zum richtigen Zeitpunkt ein, denn innerhalb von 50 Jahren nach dem Acts of Union begann die industrielle Revolution in England, dessen geografische Lage und Zugang zu Kohle und anderen wichtigen Ressourcen ihm einen führenden Vorteil verschaffte. Innerhalb eines Jahrhunderts nach den Acts of Union erlebte Frankreich eine gewaltige politische Revolution und wurde Zeuge des Aufstiegs von Napoleon, dessen letztendliche Niederlage Großbritannien für Generationen zur unangefochtenen Großmacht der Welt machte. Schottland entwickelte sich von einem rückständigen Teil einer isolierten Insel zu einem entscheidenden Bestandteil des wohl mächtigsten Reiches, das die Welt je gesehen hatte. Aufgrund seiner Beziehungen zu England stand Schottland in beiden Weltkriegen auf der Gewinnerseite. Und obwohl Edinburgh seine Unabhängigkeit für Reichtum und Macht verkaufte, hatte Schottland während des größten Teils der Vereinbarung keinen Grund daran zu zweifeln, dass es trotz gelegentlicher Unzulänglichkeiten die richtige Entscheidung war. Heute, 3 Jahrhunderte später, sind die Vorteile der Acts of Union nicht mehr so offensichtlich wie in der Vergangenheit. Der wirtschaftliche Wert der Einheit ist für Schottland trotzdem noch immens, denn auf das Vereinigte Königreich entfallen fast 2/3 des schottischen Handels. Eine Studie der London School of Economics kam zu dem Schluss, dass die Unabhängigkeit Schottlands zwischen 6,3% und 8,7% seines langfristigen Pro-Kopf-Einkommens kosten würde und die schottische Wirtschaft 2 bis 3 Mal härter treffen würde als der Brexit. Darüber hinaus gibt es noch weitere heikle Fragen zu klären. Zum Beispiel, welchen Anteil an der britischen Staatsverschuldung Schottland übernehmen würde, ob Schottland in einer Währungsunion verbleiben und das Pfund behalten würde und welcher Anteil am Öl- und Gasreichtum der Nordsee Schottland zustehen würde. Die Unabhängigkeit wäre für die schottische Wirtschaft nach jedem Maßstab katastrophal. Vor allem auf kurzer Sicht. Selbst die eifrigsten schottischen Nationalisten geben das zu. Davon abgesehen ist auch der Brexit für die schottische Wirtschaft eine Katastrophe, deren Auswirkungen erst jetzt zu spüren sind und auf die Schottland keinen Einfluss hat. Darüber hinaus hat die schottische Regierung vor kurzem ein Papier veröffentlicht, in dem sie das Vereinigte Königreich mit seinen europäischen Nachbarn Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Island, der Schweiz, Österreich, Belgien und den Niederlanden vergleicht und dabei feststellt, dass das Vereinigte Königreich in fast jeder Hinsicht schlechter abgeschnitten hat als seine europäischen Konkurrenten. Ob Pro-Kopf-BIP, Einkommensungleichheit, Armutsquote, soziale Mobilität, Arbeitsproduktivität, Bruttoausgaben für Forschung und Entwicklung und mehr. Das Vereinigte Königreich schneidet am schlechtesten oder fast am schlechtesten ab. Die schottischen Politiker können und wollen argumentieren, dass der kurzfristige Schmerz der Unabhängigkeit auf lange Sicht nicht nur den Stolz der nationalen Selbstbestimmung wert ist, sondern auch eine bessere wirtschaftliche Perspektive darstellt. Ob dieses Argument tatsächlich stichhaltig ist, wird nur die Geschichte zeigen können. Aber ob wahr oder nicht, Schottland kann dieses Argument jetzt mit ruhigem Gewissen vorbringen. Immerhin ist es nicht lächerlich zu glauben, dass die wirtschaftlichen Aussichten Schottlands als Teil der 18 Billionen US-Dollar schweren Eurozone besser sind als die des 2,7 Billionen US-Dollar schweren Vereinigten Königreichs. Umfragen unter der Bevölkerung zufolge ist Schottland immer noch unentschlossen, was seine politische Zukunft angeht. Die Unterstützung für die Unabhängigkeit stieg in den Jahren nach dem Brexit auf etwas über 50%. Aber die jüngsten Umfragen von Quellen wie der Sunday Times, YouGov, Ipsos Mori und den Scotsman zeigen alle, dass mehr Schotten sich für den Verbleib in der Union als für die Unabhängigkeit aussprechen. Diese Zahlen sind jedoch irreführend. Die Unterstützung für die Unabhängigkeit und für die Union schwankt, hält sich aber in einem relativ stabilen Gleichgewicht, das seit dem ursprünglichen Referendum quasi unverändert ist. Eine beträchtliche Anzahl schottischer Wähler, zwischen 7 und 15% der Wählerschaft, bezeichnet sich als unentschlossen und es ist wahrscheinlich, dass dieser Teil die Wahl entscheiden wird. England tut sich im Umgang mit der Unabhängigkeitsdebatte selbst keinen Gefallen. Liz Truss zum Beispiel sagte kürzlich, der richtige Ansatz für den Umgang mit Schottland wäre, es und seine aufmerksamkeitsheischende Anführerin Nicola Sturgeon zu ignorieren. England macht Schottland auf eigene Gefahr lächerlich. Einer der Gründe, warum sich Schottland 2014 für den Verbleib entschied, war, dass die britische Regierung genug Vertrauen in die Union hatte, um das Referendum zuzulassen. Das Zögern Londons, ein weiteres Referendum zu genehmigen, zeigt, dass es wirklich befürchtet, Schottland könnte sich für einen Austritt entscheiden, was nicht nur für Schottland, sondern auch für England katastrophal wäre. London riskiert nämlich, dass die Unterstützung der unentschlossenen Schotten für die Unabhängigkeit zunimmt, wenn es zu einem weiteren Referendum kommt.
Gefühle der nationalen Identität sind emotional und intuitiv. Wirtschaftliches Eigeninteresse kann solche Gefühle abmildern, aber wenn eine so stolze und alte Nation wie Schottland das Gefühl hat, dass ihre Identität und demokratische Handlungsfähigkeit mit Füßen getreten wird, könnten sich die Umfragen unerwartet und drastisch verändern. So wie es geschah, als England überraschend für den Austritt aus der Europäischen Union stimmte. Das führt zu der 1-Million-Euro-Frage. Kann Schottland unabhängig werden oder ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten, wie es seine Führer für nächstes Jahr versprochen haben? Ein 99-seitiges Papier des britischen Unterhauses, das sich mit dieser Frage befasst, kommt zu dem Schluss, dass die Antwort auf diese Frage ungewiss ist. Der oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs muss entscheiden, ob das schottische Referendum in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die britische Regierung eine weitere Genehmigung für ein Referendum erteilt. Sollte der oberste Gerichtshof entscheiden, dass Schottland kein offizielles Referendum abhalten darf, könnte die schottische Nationalpartei ein illegales Referendum wie 2017 in Katalonien abhalten, aber es scheint, dass die SNP sich bereits eine andere Ausweichtaktik zurechtgelegt hat. Und stattdessen die nächsten allgemeinen Wahlen im Vereinigten Königreich als de facto Referendum über die schottische Unabhängigkeit durchführen will. Rechtliche Grundlagen sind wichtig, aber sie können sich auch ändern. Die britisch-irische Union von 1800 sollte auf dem Papier ebenfalls für immer bestehen. Nur dass sich die politische Situation änderte und Irland ein Jahrhundert später seine Unabhängigkeit zurückforderte. Wenn eine Mehrheit der Schotten die Unabhängigkeit will und dies kundtut, sei es durch ein legales Referendum, ein illegales Referendum, eine überwältigende Mehrheit für die SNP bei den nächsten Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich oder eine massive Kampagne des friedlichen zivilen Ungehorsams, dann werden sie eine legale Rechtfertigung finden, um diese durchzusetzen. Die dringendere Frage ist, ob der schottische Nationalstolz, der durch die Wut über den Brexit, die Verachtung durch die Engländer und die schwache wirtschaftliche Leistung Großbritanniens geschürt wird, den Schotten die nötige Basis verschafft, um ihre Unabhängigkeit zu fordern. Trotz der rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Folgen eines solchen Schrittes. Die Scottish National Party wettet darauf. Natürlich lag die SNP 2014 falsch, aber die Welt hat sich seither verändert und England weiß besser als jeder andere, wie plötzliche nationalistische Stimmungen zu zuvor undenkbaren Ergebnissen führen können. Aus diesem Grund verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Union. Es wäre eine bittere Ironie, wenn aus diesem Grund auch das politische Experiment des Vereinigten Königreichs nach mehr als 315 Jahren endet. Das war Caspian Report. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos über Politik, Wirtschaft und Geschichte sehen wollt, abonniert doch den Kanal. Wir würden uns sehr freuen.